Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute geht es so ein bisschen Richtung Objektorientierung, zumindest das, was C uns bieten kann. C++ hat da natürlich Klassen und alles, werden wir noch sehen. Aber in C gibt es eigentlich nur Structures so richtig als Objektorientierung, beziehungsweise noch ein paar kleinere Dinge, aber die werde ich euch alle zeigen. Wer nicht weiß, was Objektorientierung ist, kein Problem, wir machen alles von ganz vorne. Und zwar geht es bei der Objektorientierung darum, dass wir uns sozusagen eigene Datentypen kreieren, die dann auch irgendwie was können oder sowas. Und eine Structure, kurz Struct geschrieben, ausgesprochen Structure, die ist sozusagen der erste Schritt in diese Richtung. Okay, was wir damit machen wollen ist, wir schreiben uns jetzt erstmal eine Struct. Zum Beispiel wollen wir einen eigenen Typ für Videos haben. Den gibt es ja noch nicht. Okay, was wir da dann machen ist, wir machen hier eine geschweifte Klammer auf, eine geschweifte Klammer zu. Achtung, wir sind noch nicht fertig, deswegen noch kein Semikolon. Und dann sagen wir hier drin, was so abgeht. Und zwar sagen wir, es sind sogenannte Member in dieser Struct drin. Member sind wiederum von anderen Datentypen. Jetzt könnt ihr hier natürlich auch Sachen reinpacken aus euren anderen Structs, aber im Prinzip muss man irgendwann mal von ganz vorne anfangen. Zum Beispiel ein Integer, wie lange das Video ist, also zum Beispiel Länge genannt oder Length. Okay, Achtung, nicht sagen, wie lang das Video ist, sondern einfach nur ein Semikolon hinten dran hauen. Das ist dann die sogenannte Definition davon oder Definition, wenn man es auf Englisch haben möchte. Und davon könnt ihr jetzt so viele machen, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel noch sagen, char Autor, wer das Video erstellt hat oder keine Ahnung, wenn ihr irgendwie einen Regisseur oder sowas habt, dann schreibt ihr halt davon was. Ich werde jetzt hier Autor benutzen, könnt ihr euch wie gesagt aussuchen. Genau, und hier müsst ihr allerdings angeben, wie lang dieses Video ist maximal oder wie lang dieser Char ist maximal. Das heißt, wir haben hier maximal 50 Stellen Platz, also 50 Characters Platz für unseren Autor. Und dann, keine Ahnung, ihr könnt hier noch beliebig viele weitere reinpacken. Das wird jetzt für unseren Zweck erstmal reichen. So, und hier unten nehmt ihr jetzt noch eine weitere Definition, so wie ihr das Ganze ansprechen wollt. Quasi eine Alternative, einen alternativen Namen zu Videos. Also sage ich hier jetzt einfach mal Video und Semikolon. So, und hier am besten noch ein Leerzeichen rein, damit man ein bisschen klarkommt da drauf. So, und dieses bisschen Code hier, das macht jetzt aktuell noch gar nichts. Übrigens, den Kram hier unten könnt ihr ignorieren, der ist vom letzten Video. Dieses bisschen Code hier macht gar nichts, aber wir können damit ein bisschen arbeiten. Und zwar können wir uns jetzt sogenannte, oder wir können uns Videos erstellen, weil wir sie so genannt haben hier. Ha. Und das tun wir, indem wir sagen struct Videos, also der Name von hier oben. Und dann unser, keine Ahnung, wie nennen wir es? Video 1 zum Beispiel. So, Semikolon hinten dran nicht vergessen. Okay, jetzt haben wir uns sozusagen ein Video erstellt. Jetzt müssen wir aber noch irgendwas mit dem Ding machen können, denn das hat ja noch keine Länge, das hat auch noch keinen Autor, das passt irgendwie noch gar nicht rein. Und was wir dazu machen ist, wir greifen auf diese einzelnen Member hier zu. Sozusagen, Videos ist einfach ein Container für mehrere Variablen auf einmal. Und wir greifen jetzt über dieses Video 1 auf diese Container-Variablen, also auf die Variablen in dem Container Video 1 drauf zu. Dazu sagen wir, wir wollen unsere Länge, also Video 1.Länge, Punkt ist der Zugriffsoperator hier. Das heißt, wenn wir sagen Video 1.Länge, dann sagen wir die Länge von unserem Video 1. Achtung, nur von dem, nicht von allen Videos, sondern nur von Video 1. Die Länge ist zum Beispiel 10, was auch immer, Sekunden, Minuten, Stunden, Jahre, Tage, keine Ahnung. Okay, also einfach mal 10. Okay. So, und jetzt wollen wir natürlich auch noch irgendwie diesen Autor hier zuweisen und dazu benutzen wir String Copy. Achtet darauf, dass ihr hier String.h importiert habt, sonst funktioniert das nicht. String Copy, und zwar wo wollen wir reinschreiben? Naja, wir wollen in Video 1 reinschreiben, aber in unseren Autor. Also Video 1.Autor. Und was wollen wir reinschreiben? Zum Beispiel The Morpheus Toots. Okay. So, nur als kleines Beispiel, was wir hier machen könnten. Gut, und jetzt haben wir die zwei Variablen, also die Member von unserem Video 1 zugewiesen. Und jetzt können wir, keine Ahnung, was wir wollen, damit machen. Zum Beispiel als
Parameter in irgendeine Funktion übergeben. Das funktioniert dann genauso wie normale Parameter, nur dass ihr Structs vorne dran braucht. Zum Beispiel void print video. Und was ihr als Parameter jetzt übernehmt, ich mache jetzt hier nicht den vollständigen Methoden-Dingensbumsens, das könnt ihr selber machen. Wir sagen hier struct videos und dann zum Beispiel wird also quasi wieder den Namen von der Variable. Das ist der Name von der Variable, das ist der Name von eurer struct und das ist das Schlüsselwort, das ihr in die struct übergeben wollt. Und unten drunter kommt dann halt wieder eure Funktion. Gut, und dann könnt ihr die Funktion einfach aufrufen und Video 1 übergeben als Parameter. Ja, da braucht ihr dann logischerweise nicht struct videos eingeben, also einfach sowas hier wie print video und dann Video 1 übergeben als Parameter und schon wird irgendwas gemacht. So, jetzt ist aber noch eine ganz wichtige Sache, die ich euch unbedingt noch zeigen muss, und zwar, wenn ich jetzt hier mir noch ein zweites Video erstelle, und dann sage ich hier the Morpheus Tutorials und hier oben die Videolänge ist 100 zum Beispiel, dann gilt es für mein Video 2 und das hier oben in Video 1, das geht nicht verloren. Das steht jetzt halt in Video 1 drin und die Information, die ich hier unten drunter gesagt habe, wenn ich jetzt hier noch Video 2 schreiben würde statt Video 1, dann sind die Informationen hier alle in Video 2 gespeichert. Das heißt, wir haben alles behalten. Es ist sozusagen, als hättet ihr zwei Variablen erstellt und das ist in der ersten Variable drin, das ist in der zweiten Variable drin. Okay? Also es geht nichts verloren oder sowas, sondern es bleibt alles da und ihr könnt ganz normal damit arbeiten. Okay, so funktionieren Structures in C und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es um Pointer auf Structures geht. Das ist nämlich ein klein bisschen anders als sonst und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.